Hallo, heute zeige ich euch wieder, was wir alles Schönes für diesen Monat bei DM eingekauft haben. Wir waren wieder sehr fleißig shoppen und da sind ein paar Sachen bei, die immer dabei sind, aber auch ein paar neue Sachen dabei und ich werde euch sagen, warum ich die gekauft habe. Eigentlich ist es ja nur deswegen interessant, ne? Dann fange ich am besten mal an. Als erstes habe ich hier einen Sakrotan-Reiniger, einen Allzweckreiniger. Ich bin hier die ganze Zeit auf der Suche nach dem perfekten Reiniger für die Küche. Ich habe jetzt einen Reiniger von Frosch zweimal schon mal mitgenommen. Aber irgendwie haut mich das jetzt auch nicht total um. Und von Sakrotan dieses Deep and Dash oder wie das da heißt, wo man drauf drücken kann. Das gibt es momentan nicht bei DM. Aber bei Action meinte meine Freundin nur, da kam ich nicht hin. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich den mal mit für die Küche. Der ist ein ganz normaler Allzweckreiniger. Zum Sprühen für Küchenflächen, Badezimmer, Oberflächen, Fußböden und Mülleimer. Nicht anwenden auf Marmor, Naturstein. Ja, ganz toll. Man soll ihn nicht anwenden auf Marmor, Naturstein, Holz, angestrichene Oberflächen, E-Mail, Messing, verzinkten Metall, Kupfer, Gold. Nicht auf Plastik längere Zeit einwirken lassen. Ja, toll. Wir haben ja einen Naturstein, also einen Granit bei uns in der Küche und dafür war der eigentlich gedacht. Ja, was soll ich jetzt damit? Dann nehme ich den für den Boden. Toll, bin ich jetzt enttäuscht. Dann habe ich von Alnatura die Knabbereulen mitgenommen. Die habe ich im letzten Monat schon mitgenommen. Die fand ich ganz gut. Leon fand die auch gut. Das ist ganz normales Laugen-Knabbergebäck, nur ohne, dass da halt Salz drauf ist. Das sind ja so ähnlich wie diese Salzbrezeln oder Salzstangen, nur ohne Salz. Dann brauchte ich eine neue Spülbürste für Leons Flasche. Wir haben jetzt schon längere Zeit keine Milchflasche mehr gegeben. Ich bin wirklich super glücklich und das ist auch der erste DM-Einkauf, wo keine Prämilch oder Einsammilch, also diese Milch zum Anrühren mit bei ist. Deswegen, ich hoffe, das wird beim nächsten Monat auch noch so sein. Aber die Flasche ist halt für seine normale Wasserflasche, die ich ja dann auch jeden Tag reinige. Dann habe ich mitgenommen, das habe ich auch schon ausprobiert, von Balea das Duschschaum Hawaii Dream. Also ich fand es, ja, es war angenehm auf der Haut, es war halt so Duschschaum, das habe ich vorher noch nicht so ausprobiert, das kannte ich vorher nicht, ich glaube, dieser Artikel ist auch neu und den gab es auch von Duschstars, den werde ich beim nächsten Monat mal mitnehmen, weil der Duft hat mich jetzt nicht so umgehauen, da gab es in zwei Duftvarianten, aber mir hat dieser Duft vom Name eher so zugesagt, weil man konnte ja nicht dran riechen, das ist ja... Ja, ich habe es ja schon benutzt und jetzt war es nass. Toll. Egal. Auf jeden Fall kann man da nicht dran riechen und es war angenehm auf der Haut und ich kann mir vorstellen, wenn man vielleicht zu zweit duscht, dass es dann sehr toll ist mit dem Duschschaum. Ja, es war sehr angenehm auf der Haut und der Duft hat mich jetzt nicht so umgehauen. Beim nächsten Mal werde ich mal das von Duschstars ausprobieren. Dann habe ich diese Kosmetiktücher mitgenommen, diese Box. Die sind ja immer bei mir und diese Box hat mich optisch auch sehr angesprochen. Deswegen habe ich diese Box mitgenommen. Und nochmal für meinen Hobbyraum, fürs Schlafzimmer und fürs Gästebad. Dann habe ich für Leon wieder die Reiswaffeln mitgenommen. Habe ich im letzten Monat auch schon gesagt. Die sind jetzt nicht mehr so der Hit wie früher, aber die kommen trotzdem noch an. Dann habe ich noch Sicherheitswattestäbchen für Leon mitgenommen. Der brauchte wieder neue. Die nehme ich dann immer für vorne an, wenn da ein bisschen Ohrenschmalz rausgelaufen ist. Man soll damit ja nicht ganz ins Ohr gehen. Das geht auch, glaube ich, gar nicht, weil da ja diese Sicherheitsdinger dran sind. Also die sind dann dicker. Und ja, und wenn da mal vorne an Popel hat oder so verkrustet hat, dann mache ich die vorher ein bisschen wassernass und dann gehe ich da einmal um die Nase rum. Dann brauchte ich neue Seife. Da habe ich den Inseltraum mitgenommen. Ich habe nicht dran gerochen, weil mein Mann keine Lust mehr hatte, Leon hatte keine Lust mehr, aber ich wollte ja noch ein paar Sachen kaufen. Das hat mich optisch nur angesprochen. Ja, das riecht ganz gut, das riecht nach Exotik, Inseltraum, Maracuja und Fräsienduft. Ja, dann habe ich Kokosöl mitgenommen. Das ist das allererste Mal, dass ich Kokosöl mit dabei habe. Und das war sonst auch immer ausverkauft, immer wenn ich vorhatte, das zu kaufen. Das benutzt man zum Braten. Besonders für die Veganer ist das geeignet, weil es halt vegan ist.
Ja, und ich wollte es aber mal ausprobieren, weil ich gehört habe, dass es sehr gut für Zahnfleisch und für die Zähne sein soll. Man soll da irgendwie morgens und abends das wie Mundwasser, ich glaube mit Wasser mischen. Ich wollte noch mal im Internet mich da genau schlau machen, wie man das dann, zu welchem Verhältnis man das mit Wasser mischt, damit man das dann gurgelt und, nee, nicht gurgelt, sondern einfach nur so den Mund ausspült. Das soll halt besonders gut fürs Zahnfleisch und für die Zähne sein. Und für die Haare soll das auch gut sein. Ich werde da mal ein bisschen googeln, wofür man das alles benutzen kann, weil das ist sehr, sehr vielseitig und man kann es für echt so einige Sachen benutzen. Ja, und gerade für trockenes Haar ist das ja auch super geeignet. Das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe zwar jetzt mein Shampoo und meine Spülung für mich entdeckt, die ich jetzt immer benutze. Das habe ich jetzt schon, glaube ich, seit 2 Monaten benutze ich das. Das ist eigentlich aus dem Friseurbedarf und ich habe es aber im Internet günstiger bekommen bei Amazon. Und seitdem ich das habe, sind meine Haare viel besser geworden. Also die fetten sogar manchmal und das kenne ich bei meinen Haaren gar nicht. Ich hätte die, ja, ich habe die immer alle 2, 3 Tage wasche ich die, weil ich halt so trockene Haare habe. Aber manchmal muss ich die jetzt schon nach 2 Tagen waschen, weil die leichter fetten. Das finde ich sehr gut, weil meine Haare einfach Feuchtigkeit brauchen. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe den jetzt schon seit 2 Monaten, wie sich das jetzt so weiterverhält. Und ich werde auch mal ein Favoritenvideo von mir machen und dann werde ich das auch zeigen. Also ich bin wirklich total begeistert von diesem Shampoo. Dann habe ich wieder Badesalze mitgenommen. Einmal hier von Balea, Belebender Moment. Das ist, ja, so Eukalyptus steht ja drauf und Rosmarinduft. Das riecht wirklich sehr gut und wenn man vielleicht ein bisschen Kratzen im Hals hat, finde ich das ganz gut zu benutzen. Das habe ich beim letzten Mal auch dabei gehabt. Und da war auch noch so eine lila Verpackung, die habe ich auch. Dann zeige ich euch von Yesser die Ultra-Binden, die normalen mitgenommen. Die benutze ich für die ganz, ganz schwachen Tage. Und ja, wenn ich kein OB nehmen möchte, das habe ich früher nie gemacht. Ich habe immer lieber OBs genommen, nur kontinuierlich, egal wie viel noch vorhanden war, fand ich OBs viel besser für mich. Ich habe mich mit einer Binde sehr unwohl gefühlt. Das sind jetzt aber auch sehr dünne. Aber seitdem ich Leon bekommen habe, man hat ja dann diesen Wochenfluss, der ja nicht gerade wenig ist, und dann hat man diese Riesenschiffe in der Unterhose, also diese Binden halt. Und das war für mich auch wirklich unangenehm. Aber man hat sich daran gewöhnt, weil man ja damit rumlaufen musste. Ich war auch 2-mal am Tag duschen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Manchmal auch 3-mal am Tag, weil, ja, wenn da eh alles noch so bunt und blutend ist, dann, ja, fühlt man sich sauber einfach viel wohler. Auf jeden Fall benutze ich sowas dann auch mal seit der Geburt von Leon, weil ich es jetzt nicht mehr so unangenehm finde wie früher. Und wenn es wirklich ganz, ganz schwache Tage sind, wo nicht wirklich viel vorhanden ist, oder abends zumindest, benutze ich dann eine Binde. Also wenn ich so unterwegs bin, dann benutze ich doch lieber OBs, aber wenn ich zu Hause bin, nur oder ja, abends im Bett, ist es ja nicht so. Macht mir nichts mehr. Ja, das war jetzt sehr viel Gerede über Binden. Dann habe ich diese feuchten Allzweckreiniger wieder mitgenommen. Diesmal hatten sie den Apfelduft, beim letzten Mal hatte ich Zitrusbüsche, war auch ganz gut, aber Apfel finde ich persönlich besser. Dann für Leon wieder feuchte Waschlappen. Die müssen immer mit dabei sein. Ich muss ja mittlerweile alles damit sauber machen. Also ich mache ihn damit den Mund sauber. Und dann nehme ich das Tuch, womit ich ihn den Mund sauber mache, nochmal über die Arbeitsplatte, bevor ich da richtig sauber mache. Also da, wo er gegessen hat, also Tisch, nicht Arbeitsplatte. Dann von Gliss-Kur eine Sprühhaarkur. Die benutze ich ja immer morgens, wenn ich mir die Haare nicht gewaschen habe. Dann gebe ich die in mein Haar, damit ich die einfach besser kämmen kann, damit die nochmal schön riechen und damit ich die auch besser stylen kann. Also das finde ich total gut. Diese Sorte hatte ich noch nicht mit dabei. Ich glaube, beim letzten Haul hatte ich so eine Winter Limited Edition, die hat super gut gerochen. Die sah so ähnlich aus. Und jetzt rieche ich mal hier dran, ob das vielleicht dasselbe ist, nur eine andere Verpackung. Bäh. Und in der Nase ist genau dasselbe. Ich habe mir nämlich noch gedacht, boah, da musst du wieder hingehen, weil das so gut gerochen hat. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, da steht Limited Edition, das gibt es bestimmt nicht mehr, aber sieht so ähnlich aus, nur da steht halt nicht drauf Winter Edition. Dann habe ich mal wieder einen neuen Rasierer mitgenommen. Das ist der von Balea Mystic. Den hatte ich früher immer. Ich war davon total überzeugt, fand ich immer gut.
Nur dann habe ich bei Netto so Rasierer gesehen an der Kasse. Die waren eigentlich genauso ähnlich. Da war ich auch total zufrieden mit. Die habe ich auch immer wieder nachgekauft, bis ich mir voll derbe ins Bein geschnitten habe. Wirklich, ich habe mir die ganze Haut aufgerissen. Das tat so weh. Der sah genauso aus wie dieser Aufsatz. Ich denke mal, das kann mir hiermit auch passieren. Aber in all den Jahren, in denen ich diesen Rasierer hatte, ist mir das noch nie passiert. Und jetzt habe ich halt immer sehr viel Angst, wenn ich mir das Bein rasieren muss. Und an dieser Stelle direkt vorne an dem Knochen. Direkt vorne auf dem Knochen. Von daher habe ich die jetzt einfach mal wieder mitgenommen. Die sind ganz gut. Die Rasierklingen, diese Nachfüllpakete, die kosten auch nicht viel. Da sind, glaube ich, immer 6 Stück drin für 3 Euro. Und das ist eigentlich für Rasierklingen Verhältnisse sehr günstig. Hier sind noch 2 mit dabei. Dann habe ich noch einen Glaskeramikreiniger mitgenommen. 3-in-1. Reinigung, Glanz, Pflege. Mit Leichtreinigungseffekt. Auch geeignet für Induktionskochflächen. Ja, den nehme ich immer mit. Von DM, Lidl, Penny, Plus, Aldi. Hast du nicht gesehen, was es nicht alles so gibt. Von den ganzen Eigenmarken, ist ja schon offen gewesen. Gibt es ja diese Ceranfeldreiniger und da bin ich total mit zufrieden. Ich habe mal so einen Ceranfeldreiniger Stein mitgenommen, da ist so ein Schwamm oben drauf. Ich habe da aber keinen krassen Unterschied bei gemerkt und ich fand es immer nervig, dass man die Dose dann immer offen rumstehen lassen musste und diesen Schwamm auch, bis es erstmal trocknet. Ja, und deswegen, den finde ich ganz gut. Dann habe ich wie immer für den Leon ein Paket Zetschis mitgenommen. Die kommen immer noch bei ihm gut an. Die werden auch in 2 Jahren noch bei ihm gut ankommen, gehe ich von aus. Und warum nicht? Du, ich musste mich gerade um den Schweinebraten kümmern. So. Dann habe ich, ach, den habe ich auch mitgenommen, von Meister Propper extra für die Küche. Ich habe eigentlich gedacht, nachdem ich den Sakrotanreiniger gesehen habe, dass ich den wieder weggepackt habe. Aber gut, es wird ja nicht schlecht. 3-in-1, starke Fettlösekraft, strahlender Glanz, frischer Zitrusduft. Ich hoffe, dass jetzt, dass da drauf steht, auch für Naturstein geeignet. Brillanter Glanz, nachwischen, abspülen mit einem feuchten Tachwischen. Nee. Da steht drauf, dass es eigentlich für alles geeignet ist, außer auf nicht behandeltes Holz. Auf nicht behandeltes Holz. Ja, also werde ich das dann mal ausprobieren. Ich bin gespannt. Kann man mal dran riechen? Ja, das riecht sehr gut. Zitrus, frisch, so wie draufsteht. Doch, das riecht so nach Zitrus. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht das ausläuft. Na doch. Scheiße. Jetzt kann ich es nicht mehr hinlegen. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Wieder. Dann habe ich von Denkmit ein Spülmittel mitgenommen, grüner Apfel. Ich mag Apfel, wie bei den Reinigungstüchern auch. Ich finde als Spülmittel das auch dann immer perfekt. Die hatten jetzt dieses Mal keine limitierten Edition, deswegen habe ich den jetzt mitgenommen. Dann für Leon die Bio-Erdbeeren, die Fruchtchips. Die kommen bei ihm immer noch gut an und die isst er auch total gerne, so wie wir die Chips essen würden, ist er die von Babylove, diese Frucht-Erdbeer. Dann habe ich für Leon wieder feuchte Tücher mitgenommen. Damit sind wir eigentlich ganz zufrieden, was ich aber auch immer wieder sage. Manchmal kommen da mehrere Tücher bei raus. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Also ich bin damit noch zufrieden und deswegen kaufe ich die auch. Dann für Leon ein paar Riegel. Schminke. Die ganzen Riegel. Habe ich mal mitgenommen wieder für Leon von Alete, von Babylove, Baby Vita, Babylove. Ja, die kompletten Riegel, die kosten jeweils 35 Cent und davon kann man auch nie genug haben. Also ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn wir fliegen. Wir haben jetzt den Urlaub gebucht, yeah. Ich freue mich total. Ich werde auf jeden Fall die Kamera mitnehmen und dann so verschiedene Videos machen wie erster Flug mit Kleinkind und was ich alles im Handgepäck gepackt habe, was ich alles in Leons Koffer gepackt habe. Ich glaube, das wird ziemlich interessant für einige und deswegen werde ich es auf jeden Fall machen. Und dann werde ich auch meinen Alltag im Urlaub machen, auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Also in 2 Monaten geht's los. Wir fliegen nach Ägypten.
ja, ist jetzt nicht für den einen oder anderen nicht so schön, da Urlaub zu machen, aber wir haben da jedes Jahr im Winter einmal Urlaub gemacht und jetzt wollten wir dann zur Vorsommerzeit da mit dem Leon Urlaub machen. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Ja, und da werde ich dann auch ganz viele Riegel und so im Handgepäck haben. Also ich hoffe, die sind auch erlaubt. Aber ich höre eigentlich immer wieder, kriege ich das mit, dass sowas bei Kleinkindern erlaubt ist. Mal schauen. Ich habe hier noch so einen kleinen süßen Rucksack gekauft, der ist so süß. Ja, ich laber wieder so viel, aber Pech. Dann habe ich von EOS mal einen Lippenbalm mitgenommen. Summerfruit, Sommerfrucht. Ich bin gespannt, ich werde mal mit euch den Live-Test machen. Aber ich habe jetzt Lippenstift drauf, deswegen kann ich den jetzt nicht auf Lippen machen. Aber ich habe den einfach mal gekauft, weil alle immer sagen, oh, ich habe einen EOS-Balm und ich hatte immer nur Labello oder den von Balea und ich wollte auch mal sagen, oh, ich habe einen EOS-Balm. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal gekauft und das ist schon cool, wenn man so rund und ja, und ich habe auch viele Rezepte gesehen, dass man den selber machen kann, wenn er aufgebraucht ist. Das werde ich auch mal versuchen. Es riecht fruchtig, aber auch nicht voll stark. Jetzt, dass der Geruch mir voll entgegenkommt. Ich bin gespannt, wie der auf den Lippen so ankommt. Ist jetzt scheiße, ne? Kann ich nicht testen. Auf der Haut riecht der auch sehr gut. Aber ich bin echt mal gespannt, wie der so auf den Lippen sein wird. Also wenn der gut ist, kaufe ich mir im nächsten Monat noch einen. Dann eine andere Sorte, ne? Aber 6 Euro ist schon krass für einen blöden Labello. Aber ich wollte mal wissen, warum der so toll ist. Dann habe ich für den Leon eine Zahnpasta mitgenommen. Die ich immer mitnehme, das ist die mit Fluorid und Xylit und Kieselgel. Weil ich ja gesagt habe, Leon bekommt kein Fluorid in seinen Viganto, also in seinen Vitamin-D-Tabletten. Also das sind dann die Vigan-Toiletten. Und deswegen ist das super wichtig, dass die in der Zahnpasta vorhanden ist. Ja, und der bekommt jetzt auch nur noch diese Vitamin-D-Tabletten nur noch diesen Winter. Also jetzt, wenn der Sommer anfängt, dann hören wir damit auf. Außer mein Arzt meint, ich soll ihm die weitergeben, weil er auch immer ganz stolz berichtet, dass seine Kinder schon 5 sind und die immer noch nehmen. Ja, wenn er sagt, das ist gut, dann warum nicht, dann kriegt er die noch. Ich finde die immer ganz cool, wenn ich habe die Tabletten immer bei ihm auf dem Wickeltisch stehen mittlerweile. Und dann, wenn er anfängt zu schreien, was er meistens macht, wenn ich ihn wickeln will morgens, dann gebe ich ihm eine Tablette und dann ist er erstmal beschäftigt und kaut da rum und das findet er total interessant. Na, jetzt ist die Gefahr, dass er sich verschluckt, eher gering bei so einer kleinen Tablette. Nur damals, als er so richtig klein war, habe ich ihm die natürlich mit einem Tropfen Milch oder mit einem Tropfen Wasser gegeben. Dann habe ich wie immer diesen Raumduft mitgenommen für unser Gäste-WC. Für so einen kleinen Raum wie das Gäste-WC ist es optimal. Dann, wenn die Tür aufgeht, dann kommt einem der Geruch schon direkt entgegen. Und leider bin ich ja, leider gibt es diese Sorte immer nur in den ganzen DM-Märkten, außer online, da bekommt man auch die andere Sorte. Die andere Sorte finde ich noch einen Ticken besser, aber das riecht auch gut. Ja. Aber ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Kerzen, Candlelight. Nee, nicht Candlelight, sondern die man auch nur so wie Tupper durch eine Repräsentantin bekommt. Durch eine Kerzenparty bekommt man die. Also ich habe eine Kerzenparty gegeben, vorher hat meine Freundin eine gegeben, aber ich war so begeistert, ich wollte da keine Kerzen kaufen, weil ich habe mir gedacht, nee, da kaufe ich die lieber die günstigen bei DM. Aber dann habe ich mich doch noch breitschlagen lassen, was zu kaufen. Und von dieser Sorte war ich so begeistert. Ich habe mir so Mills bestellt. Die kann man dann in sein Stöfchen legen und dann kann man das halt so als Raumduft benutzen. Auf jeden Fall war ich dann total von begeistert, dass ich dann auch eine Party gegeben habe. Und überraschenderweise haben da auch sehr viele, viele Sachen bestellt, obwohl die auch nichts bestellen wollten. Aber da habe ich dann sowas wie ein Stöfchen. Ja, ein Stöfchen, aber nur elektrisch gekauft. Und da werde ich dann die Mails drauf packen und dann riecht das auch. Der ganze Raum riecht dann danach. Sogar das ganze Haus, wenn ich die im Wohnzimmer unten dran, wenn ich die sogar im Wohnzimmer unten anhabe, dieses Stöfchen, dann riecht das ganze Haus danach, je nachdem wie viel Milz man reinmacht. Ich mache immer so 3 Stück rein und wow, also wochenlang riecht das Haus nach dieser Sorte, die ich gerade drin habe. Ich stehe total auf Desire, also die Leute, die diese Kerzenparty kennen, die kennen dann vielleicht auch diesen Duft Desire.
Und den kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist meine Lieblingssorte. Die kommen auch zu meinen Favoriten mit dazu. Finde ich total toll. Und auf jeden Fall habe ich mir dieses Stöfchen bestellt. Elektrisch, das wollte ich nämlich auch mal ausprobieren, dass ich das ins Gästebad stelle. Und dann tagsüber die ganze Zeit anlasse. Mal gucken, wie das so rüberkommt. Aber da hat man auch wieder total die Stromkosten. Ne? Ja, oder ich packe es im Flur. Mal gucken. Ja, ich mache weiter. Dann habe ich von Trend It Up einen Contour and Glide Lip Liner mitgenommen. Den habe ich in der Farbe 010 mitgenommen. Ja, der sieht echt toll aus. Und gerade wenn man den auch so aufträgt auf den Lippen, ich habe es noch nicht langzeitmäßig getestet. Ich weiß nicht, ob der irgendwie zu schnell austrocknet. Aber das ist eine schöne Farbe. Und so auf den Lippen sieht es auch sehr natürlich aus, dadurch, dass es halt so matt wirkt. Ich liebe matte Lippenstifte. Dann habe ich von Catrice eine Prime & Fine Contouring Palette mitgenommen. Die habe ich beim letzten Mal nicht gesehen und die hat mich so angelacht, weil ich das irgendwie nervig fand. Ich hatte so einen Bronzer, hatte ich auch von Essence oder so, und einen Highlighter von Catrice. Und ich fand es nervig, dass es so zwei Döschen waren, weil ich halt so drei Döschen insgesamt, glaube ich, habe. Ne, vier mit dem Blush. Das fand ich immer so nervig, die ganzen Dosen dazu haben. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich die Palette mal ausprobieren. Ja, ich finde es gut, dass diese dunkle Kontur nicht glänzt. Die ist sehr matt. Und der Highlighter, der ist schön hell. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Ich schminke mich nicht so oft, aber so Konturen oder so, wenn ich gerade mal 5 Minuten Zeit habe, dann mache ich das auch mit drauf. Dann habe ich wieder Kosmetiktücher mitgenommen für unser Bad. So, dann habe ich einmal von Pampers Baby Dry die Pants mitgenommen. Die habe ich mitgenommen, weil normalerweise kriegen wir ja von Amazon die immer geliefert, weil ich diese Amazon Family habe. Aber ich wollte mal ausprobieren, wie es mit diesen Pants ist. Und bevor ich die jetzt auf hier so ein Sparabo davon mache und ganz viele davon regelmäßig kriege, wollte ich die erstmal so ausprobieren. Und das hat den Grund, warum ich die Pants gekauft habe, hat den Grund, dass ich, ja, meine Tante meinte, warum Leon noch nicht trocken ist. Er wird jetzt 16 Monate und sie hatte es vor 3 Monaten gesagt. Dann habe ich die nur angeguckt. Ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ja, also meine Kinder waren ja schon mit, weiß ich nicht wie vielen Monaten trocken. Da habe ich gesagt, erstens ist jedes Kind anders und zweitens lasse ich ihm da total Zeit. Also ich will ihm da überhaupt keinen Druck machen und die meisten, die fangen auch erst so mit 2 an, den Kindern das, die Pampers abzugewöhnen. Und das muss auch jede Mutter für sich entscheiden. Und ich finde es total doof, wenn man dann immer sagt, ja, also ich habe es so gemacht und ich habe es so gemacht. Ja, schön, dass du es so gemacht hast. Was haben deine Kinder jetzt davon, dass sie damals so früh trocken waren? Sind sie jetzt was Besseres wie ich, weil ich 3 Jahre gebraucht habe, bis ich trocken war? Nee, sind sie nicht. Also, da habe ich mich richtig aufgeregt. Und meine Mutter hat das gemerkt, die war dabei. Und die hat dann gesagt, ja, Mensch, ne, jeder ist doch anders. Und heutzutage ist das nicht mehr so. Aber das war echt ärgerlich. Aber da habe ich mir gedacht, komm, der hat jetzt das Klo da, also ich habe es jetzt nicht nur wegen meiner Tante gemacht, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wenn sie meint, ihre Kinder waren schon so früh trocken, ich versuche es mal. Dann habe ich ihn mal auf seinen Klo gesetzt, den er zum Geburtstag bekommen hat. Der macht auch Musik, wenn man da ein Häufchen reinsetzt. Habe ich ihn mal draufgesetzt, aber er hat sofort angefangen zu schreien. Dann habe ich das auch sofort sein gelassen. Ich so, okay. Dann habe ich ihn den jetzt einfach ins Wohnzimmer gestellt, damit er damit spielen kann, damit er ihn kennenlernt. Und der Kleine von Dennis, seinen Arbeitskollegen, der ist 2,5, der hat den entdeckt und der auf einmal zieht er vor uns die Hose runter und will sich da draufsetzen. Also da kam nichts, ne? Aber der hang da und der Vater von ihm, oh mein Gott, der will auf dem Klo freiwillig. Das macht er zu Hause wohl nicht, aber der fand das Klo so toll. Und das ist das von Fisher Price, das haben wir geschenkt bekommen zum Geburtstag. Auf jeden Fall, habe ich glaube ich erwähnt, aber auf jeden Fall, ich laber wieder viel, aber ist mir jetzt egal. Ich will das jetzt erklären, warum ich die gekauft habe. Auf jeden Fall weiß ich immer, wann er morgens seinen Kaki macht und immer direkt nach dem Essen. Und dann wollte ich mal ausprobieren, wenn ich ihm diese Pampers anziehe und einfach nur eine Strumpfhose. Und wenn ich dann merke, so jetzt kommt es, dann würde ich ihn jetzt mal wieder draufsetzen. Und das ist dann viel einfacher mit dieser Pan, die ich dann einfach so runterziehen kann, als mit der Pampers, wenn ich die aufmachen muss und dann wieder anziehen muss. Also so habe ich das beim letzten Mal gemacht und das fand ich ziemlich nervig. Dann habe ich gedacht, beim nächsten Einkauf werde ich die Pants mitnehmen.
Und deswegen, ich werde ihn auch überhaupt keinen Druck machen, um Gottes Willen. Ich werde es nur mal ausprobieren, wenn ich merke, er fängt wieder an zu weinen oder er möchte es nicht, dann lasse ich es auch wieder. Ich wollte es nur mal ausprobieren und ich denke mal, er geht ja jetzt bald in den Kindergarten, da werden die es auch langsam versuchen. Nur dann kennt er das schon ein bisschen und ist nicht direkt so überfordert. So, dann von Lenore habe ich mal das Colorwaschmittel mitgenommen. Ich habe bei der Simply Jessie oder so gesehen, die hat das auch mal gekauft und sie meinte, alle haben immer gesagt, ihre Wäsche riecht so gut, weil die immer ihre Wäsche damit wäscht. Haben alle gemeint, dass ihre Wäsche immer so toll riecht, was sie dann benutzt. Und dann hat sie gesagt, sie nimmt immer das. Und dann habe ich das mal ausprobiert. Ich finde es ganz gut und deswegen habe ich es auch mal wieder mitgenommen. Dann von Alete diese Bärenkekse, kann ich wirklich nur empfehlen, habe ich ja schon mal gesagt. Auch für Leute, die keine Kinder haben, kauft euch die mal, die sind so lecker. Und dann könnt ihr schön erzählen, ihr habt die selber gebacken, weil die sehen so schön rund aus, so wie selbst gebacken. Könnt ihr die schön präsentieren und dann habe ich sie selbst gemacht. Nee, aber kann man auch gut echt anderen Leuten anbieten. Die werden euch auf jeden Fall fragen, woher ihr diese Kekse habt. Und die werden euch bestimmt nicht glauben, dass das die Kinderkekse sind. Oder vielleicht auch doch, aber ja, hat halt nicht jeder so, ne, zum Kaffee. Dann Baby Young Care, die Reinigungstücher, die ich immer habe. Da habe ich jetzt nur eine Packung von geholt, weil ich jetzt damit eigentlich immer auskomme. Und warum nicht, ne? 20 Stück, 20 Tage. Ich bin auch nicht immer geschminkt, aber man sollte ja trotzdem sein Gesicht reinigen. Aber dafür habe ich ja Reinigungswasser. Dann diese Hygiene-Entsorgungsbeutel, die habe ich auch wieder mitgenommen. Die hatte ich bei meinem vorletzten Haul mit dabei. Da habe ich ja erwähnt, dass man damit schön diskret seine OBs oder Binden einwickeln kann. Ja, die finde ich ganz gut. Dann sieht man das so nicht durch, was da drin ist, auch wenn man es in Klopapier einwickelt oder in was auch immer. Dann für Leon diese Trockentücher. Da habe ich jetzt gerade was rausgenommen. Die brauchen wir auch immer. Dann habe ich einfach nur mal so für zwischendurch, er braucht ja eigentlich keine Gläschen mehr, aber das sah ganz lecker aus, Granatapfel und Butterkeks in Apfel. Einfach für zwischendurch, wenn ich ihm einen Nachtisch geben will oder so, damit er da ein bisschen Auswahl hat. Er isst ja eigentlich alles von uns mit mittlerweile. Bei manchen Sachen, die spuckt er dann immer noch aus, wenn er die nicht mag. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber er spuckt das immer alles aus, was er nicht mag und ja. Auf jeden Fall kriegt er dann trotzdem noch so ein paar Gläschen, mal einfach so für zwischendurch. Dann habe ich das Rasiergel von Balea mitgenommen wieder. Pink Grapefruit finde ich ganz okay. Und Gel finde ich immer besser wie Schaum. Dann die Waschtücher nochmal, also die Waschlappen nochmal für Leon. Eine WC-Ente für unser Klo zum Saubermachen. Da habe ich mal vor 3 Monaten gesagt, dass ich da gar keinen Unterschied merke bei so teurem oder bei der Eigenmarke von DM. Jetzt habe ich den aber mal gekauft und ich merke wirklich den Unterschied. Ich finde, das riecht irgendwie intensiver. Also ich stehe total auf Gerüche und das ist mir dann sehr wichtig, dass der Geruch des Reinigungsmittels intensiv riecht. Und ich finde, diese WC-Ente riecht viel intensiver als das von Balea und habe ich jetzt Balea gesagt? Ja, das als das von der Eigenmarke von DM. Denk mit, ist das, glaube ich. Und deswegen habe ich die auch wieder mitgenommen. Die haben, glaube ich, auch nur 40 Cent Unterschied. Dann für unterwegs wieder feuchte Waschlappen. Wenn Leon irgendwie da wieder was hängen hat, weil er was gegessen hat, braucht man ja immer. Oder letztens hat er alles voller Sand im Gesicht gehabt, richtig kleben gehabt. Ist dann immer ganz praktisch, wenn man am Spielplatz ist und man hat diese Dinger dabei. Dann, wie immer, meine WC Frisch Blau Kraft Aktiv Kugeln. Die sind so toll. Und beim letzten Haul hatte ich eine davon dabei, für unten wieder. Und damit es halt schön sauber aussieht, weil das Wasser blau ist. Und eine Lavendel. Aber da war ich enttäuscht. Man hat jetzt nicht irgendwie gesehen, dass da lila runterläuft. Das habe ich nämlich gedacht. Und da ist irgendwie nicht wirklich viel runtergelaufen. Da war zwar Schaum beim Spülen, aber ich will, dass es farbig wird. Und deswegen war ich dann sehr erfreut, als ich gesehen habe, dass es die einmal Doppelpaket gab. Das Paket hat jetzt, glaube ich, 2,55 Euro gekostet. Werde ich ja wieder einblenden. Und ein Paket kostet sonst 1,55. Dann von Babylove die feuchte Tücher für unterwegs. Die finde ich dann auch immer ganz gut, wenn wir unterwegs sind und er mal einen Kaki macht oder auch irgendwie, ich brauche gerade so ein feuchtes Tuch, weil diese feuchten Waschlappen alle sind, braucht man ja immer.
Und ich habe so eine, wenn ich nur mal ganz kurz mit dem Leon unterwegs bin, habe ich nicht direkt die Wickeltasche mit dabei, weil da sind ja auch noch Wechselkleidung und so mit dabei, sondern habe ich meine Handtasche mit dabei und in der Handtasche habe ich nochmal ein selbstgenähtes, also nicht von mir, sondern das habe ich bei eBay oder so bestellt oder Davanda, nochmal so eine Stofftasche, wo man dann zwei Pampers und auch ein so ein Paket Baby Love feuchte Tücher mit reinpacken kann und eine Wickelunterlage. Genau, also wenn es mal eben schnell gewickelt werden muss. Dann habe ich von Evelyn die 20 feuchten Waschlappen mitgenommen. Die habe ich einfach mal mitgenommen, weil wenn ich morgens duschen gehe, war ich ja morgens duschen. Dann muss ich ja nicht nochmal mittags duschen gehen, außer es ist jetzt Hochsommer oder so. Aber wenn ich morgens duschen gehe, dann bin ich ja sauber. Und wenn ich dann mittags zur Arbeit gehe, dann mache ich mich nochmal so kurz frisch unter der Arme und ziehe mich dann nochmal um. Und da muss ich mal den Waschlappen holen und deswegen habe ich mir gedacht, ich wollte die einfach mal ausprobieren, wie diese feuchten Waschlappen so sind. Und ja, und wenn die gut sind, werde ich die auch mit im Urlaub mitnehmen. Für mal eben, wenn ich am Strand bin, finde ich das ganz gut. Man schwitzt ja, ne, wenn man sich ja sonnt, wenn man in einer warmen Gegend am Strand sitzt. Und dann wollte ich dann meine Achseln damit mal ab und zu leicht erfrischen, bevor es dann aufs Zimmer geht zum Duschen. Und deswegen wollte ich die jetzt erstmal ausprobieren. Dann habe ich einen Weichspüler mitgenommen, den habe ich sonst, glaube ich, noch nicht mit dabei gehabt, von Vanel. Den hatte ich beim letzten Mal, als ich einfach so bei DM war, jetzt da habe ich jetzt keinen Haul von abgedreht, da habe ich den mitgenommen und ich fand, der hat so gut gerochen, dieser Weichspüler, dass ich den einfach nochmal mitgenommen habe. Alleine die Farbe, ne, diese Aufmachung ist schon total toll und da wusste ich sofort, der riecht gut und der riecht auch wirklich sehr gut. Dann habe ich mir noch ein Duschgel mitgenommen, weil meine ganzen anderen Vorräte an Duschgel waren jetzt schon aufgebraucht. Deswegen habe ich einfach mal zwei neue, also dieses Duschschaumzeugs mitgenommen und dann das Vanille und Kokos. Ich denke mal, damit werde ich dann im Monat auskommen. Ja, ich habe den mitgenommen, weil ich fand, dass er nach Vanille und Kokos gerochen hat. Also so richtig urlaubsmäßig. Ich bin nämlich total in Urlaubsstimmung, seitdem wir den Urlaub gebucht haben und ich fieber total drauf hin. Ich war auch schon bei H&M wieder einkaufen, also ich habe da online bestellt. Ich bin so aufgeregt. Als wir den Flug gebucht haben, da konnte ich es einfach nicht sein lassen und musste schon mal Sommerklamotten bestellen. Ja, dann habe ich finde, das riecht auch sommerlich, von Dove, die Stückseife Shea Butter mitgenommen und ich finde, das riecht richtig so nach Sommer irgendwie. Es hat auch so einen Hauch von Kokosnuss, obwohl das eigentlich nur Vanille und Shea Butter sein soll. Aber es riecht richtig toll. Ja, dann nehme ich sonst immer die von Alnatura, diese Limetten-Sorte, aber den wollte ich mal ausprobieren. Also diese Seife wollte ich mal ausprobieren. Dann für Leon sein Waschgel. Das habe ich ja auch jetzt schon mal in einem Haul gezeigt. Und es riecht total gut und richtig schön nach Baby. Da habe ich eine von am Waschbecken, wenn ich ihn morgens und abends dann das Gesicht wasche und seine Finger wasche ich damit. Also seine Hände werden damit gewaschen. Und die haben wir auch einmal an der Badewanne, wenn wir ihn baden. Ach ja, den habe ich auch noch mitgenommen. Von Cillit Bang, diesen WC-Stein, blütenfrische, tropische Blumen. Ja, wollte ich mal ausprobieren. Riecht voll gut. Ja, riecht sehr tropisch. Doch, das riecht echt gut. Und ich bin gespannt, wie dieser Stein so sein wird. Ob da auch Farbe rauskommt oder ob das mich so begeistert von dem Duft her, dann werde ich die beim nächsten Mal auch wieder kaufen. Also die Sachen teste ich dann lieber bei uns oben im Klo und weiß direkt, dass die Gäste dann das blaue Wasser haben, also das Schöne. Und ich teste das dann immer oben. Dann habe ich mir eine neue Zahnbürste mitgenommen, das ist eine von Dr. Best mit einem Kurzkopf, so eine abgerundete. Mein Mann hat sich die letzte Mal einfach mal so zwischendurch mal mitgenommen und der fand die total gut. Er hat gesagt, das ist ein angenehmes Gefühl an den Zähnen und deswegen wollte ich die auch mal mitnehmen, weil ich sonst immer nur diese Standardzahnbürsten habe. Dann habe ich Slip-Einlagen von Yesa mitgenommen. Die riechen total gut, die habe ich öfter mal, die habe ich jetzt nicht immer, aber die habe ich öfter mal gekauft und ich finde, die riechen total gut, die erfüllen ihren Zweck und ja, sind halt Slip-Einlagen für mal so zwischendurch. Dann habe ich von Mini Love, also billig, günstig Parfüm gekauft.
Dieses Parfüm gibt es schon seit Jahren. Ich war früher mit meinem Opa im Urlaub und dann habe ich das zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und dann habe ich erst gedacht so, aber dann habe ich dran gerochen und seitdem erinnert mich das immer so an meinen Österreich-Urlaub früher mit meinem Opa und so. Das war richtig schön und ich liebe diesen Duft und ich habe den, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Duft für gut und Duft für, ja, mal so zwischendurch. Mein Duft für gut ist immer das von Alien oder Deep Red von Hugo Boss. Also das sind die etwas teureren, also gerade Alien ist auch richtig teuer und das lasse ich mir eigentlich immer von meinem Mann schenken zum Hochzeitstag oder so. Und das riecht so toll und immer wenn wir dann irgendwo mal ausgehen oder wir haben was Besonderes vor, dann mache ich das drauf und wenn wir irgendwo eingeladen sind oder so. Und für, oder wir gehen shoppen, ich finde dann muss ich auch immer riechen, also gut riechen, wenn ich richtig fett shoppen gehe, mit meiner Freundin den ganzen Tag verbringe, das ist dann wieder so, ja, wenn ich den ganzen Tag was vorhabe, wenn ich jetzt nur mal eben nach Netto gehe oder so, dann finde ich es super. Und auf der Arbeit habe ich das auch sehr häufig getragen. Und alle haben mich gefragt, was für ein tolles Parfüm ich habe. Und dann habe ich gesagt, das ist das 3-Euro-Parfüm von DM. Das riecht richtig, richtig gut. Oh, das riecht wirklich gut. Dann habe ich von Bübchen eine Pflegecreme für Leons Gesicht mitgenommen. Seine andere war schon aufgebraucht. Stiftung, nee, Ökotest, sehr gut und ich bin damit wirklich zufrieden. Ich creme ihn damit morgens immer das Gesicht ein und dann riecht er nach Baby. Dann eine Zahnpasta für mich, die stinknormale von Signal, die grüne. Die ist gut und die ist günstig. Dann habe ich von Ebelin die 30 trockenen Abschminktücher. Die hatte ich beim letzten Mal mit dabei. Die fand ich auch total gut, dass ich die dieses Mal wieder mit dabei habe. Zum Abschminken finde ich die echt super. Da mache ich mir dann immer mein Gesichtswasser drauf und dann schminke ich mich damit noch immer nach den Abschminktüchern ab. Dann nochmal Wasser und dann creme ich mich auch schon ein. Dann brauchte ich noch Tragegriff Kosmetikmüllbeutel. Die, wie viel sind da? 85 Stück. Ich wechsle die alle 3 Tage oder so. Also ich komme damit sehr, sehr, sehr lange aus. Dann für den Popo sanft und sicher Camille Premium. Die feuchten Tücher. Ja, brauche ich ja nicht viel zu sagen. Die sind gut. Dann für meinen Mann, wie immer, die Zahnpasta, die Parodontax. Boah, die ist ja voll teuer, ne? Also mal ganz ehrlich. Dann brauchen wir uns auch nicht wundern, warum wir immer so viel Geld bezahlen für den DM-Einkauf. Nein, Scherz. Und dann habe ich nochmal von Baby Love Gläschen mitgenommen. Einfach nur, um Leons Grießbrei ein bisschen süßer zu machen, weil ich da ja keinen Zucker reinmache. Wie bei mir, da mache ich ja Süßstoff rein und bei Leon mache ich dann immer so ein bisschen Obst als Süßungsmittel rein. Also hier dieses Gläschen. Manchmal mache ich da auch noch so, ja, ist immer unterschiedlich. Ein paar Bananen schneide ich noch mit rein, wenn ich da Apfel drin habe in Leons Grieß. Und dann schneide ich noch ein paar Bananen mit rein. Das ist eine super gute Kombination. Ja, das war's dann auch mit meinem Haul. Ich hoffe, dieser Haul hat euch gefallen. Und im nächsten Monat gibt es nochmal einen. Und danach im Monat und danach im Monat. Also jeden Monat gehe ich bei DM einkaufen. Und deswegen werden jeden Monat diese großen Hauls folgen. Ja, aber es sind ja auch immer noch andere Sachen bei mir auf dem Kanal. Also immer verschiedene. Ich habe ja Thermomix-Videos. Ich habe ja verschiedene Sachen. Also ich will mich noch nicht auf eine Sache spezialisieren. Ich hoffe ja auch, dass ich bald mal so Baby-Updates machen kann, so Schwangerschafts-Updates. Ich glaube nicht dran, aber man weiß ja nie. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!